Da Jan Böhmermann laut dem Kleppbericht einen Exklusivvertrag mit besonderen Freiheiten habe, könne das ZDF ihm die Ausstrahlung einzelner Inhalte der Sendung Magazin Royal nicht untersagen. Mit anderen Worten, der kann tun und lassen, was er will. Er kann mit Dreck schmeißen, wohin er will. Keiner kann ihm sagen, dass er das sein lassen soll. Es wird Zeit, dass man diesem feinen Herrn den Stecker zieht. Meine lieben Freunde, wir müssen reden, und zwar über Jan Böhmermann. Richtig, jenen Polit-Pitbull, den sich das Innenministerium zugelegt hat, so scheint es zumindest, den Chefexekutor, denjenigen, der im Auftrag von unserer Innenministerin Nancy Faeser unliebsame Mitarbeiter entsorgt. Ja, und auch denjenigen, der offensichtlich derzeit Objekt der Begierde ist, und zwar des Verfassungsschutzes. Richtig, Jan Böhmermann steht im Fadenkreuz des deutschen Verfassungsschutzes. Wie konnte es dazu kommen? Wer hat denn da nicht aufgepasst? Nun, die Situation hat sich gestern Abend zugespitzt. Ich glaube, es ist an der Zeit, einen näheren Blick auf diesen Satiriker zu werfen. Jenen Mann, der es lustig findet, andere in die Pfanne zu hauen, Karrieren zu beenden und sich selbst dafür auch noch feiern zu lassen. Eins vorab, wieder einmal ist es gelungen, dass Jan Böhmermann mit seinem Magazin Royal die Grenzen des seriösen Unterhaltungsprogramms komplett sprengt. Der Öffentlich-Rechtliche steht ohnehin in dem Ruf, dass er tendenziell linksorientiert ist und die Steuergelder bzw. die Zwangsgebühren geradezu verschwenderisch dazu nutzt, um Staatspropaganda zu betreiben. Und feste vorweg, Leute wie Borsetti und eben Jan Böhmermann. Das nur so als Rahmen für das, was jetzt kommt. Er hat sich schon öfter verstiegen in politische Themen, von denen er eigentlich die Finger lassen sollte. Denn wenn er sich als Komiker sieht, dann ist es nicht komisch, wenn man über Sachen Witze macht oder Sachen durch den Kakao zieht, von denen man keine Ahnung hat und die für andere existenziell sein könnten. Im vorliegenden Fall geht es nun darum, dass Jan Böhmermann den Verfassungsschutz deswegen am Hals hat, weil er Mitarbeiter unter falschen Vorzeichen in Gruppierungen eingeschleust hat, die vorbehaltlich für Psychologen, Ärzte, Mediziner gewesen sind und hier unter Vorspiegelung falscher Tatsachen offensichtlich einiges verkehrt gemacht hat. Was genau da los war, schauen wir uns jetzt an, und das, wie so oft, gehen wir Wort für Wort durch. Der Hintergrund ist einfach der, wir wollen da keine Fehler machen. Also, die Polizei Köln soll auf Antrag des Staatsschutzes Ermittlungen gegen Jan Böhmermann, 42, eingeleitet haben, berichtet das Magazin Klepp. Vorausgegangen sei ein anonymer Hinweis vor der Ausstrahlung des ZDF Magazin Royal am Freitagabend. Das war gestern Abend. Ihr seht, wir sind brandaktuell. Gerade geht draußen die Sonne auf und wir haben das für euch schon nachrecherchiert. Demnach sollen Inhalte gezeigt worden sein, die möglicherweise auf strafrechtlich relevante Weise erlangt wurden, so das Magazin Klepp. In der aktuellen Sendung kritisiert Böhmermann die Psychotherapeutin und Ausbilderin Michaela Huber, 71, für ihre Aussagen zu angeblichen Fällen von ritueller, satanischer Gewalt in Deutschland. Böhmermann wirft die Frage auf, ob Experten nicht an dem vermeintlichen Satanskult profitieren. Es gibt eine regelrechte Therapeutinnen-Szene, ich tue mir mit dem Gendern wahnsinnig schwer, tut es mir leid, ich zitiere es auch nur so, wie es hier steht, die Menschen einredet, dass sie Opfer von Teufelsanbetern geworden sind, dass sie rituelle satanistische Gewalt erfahren haben, und diese Therapeutinnen glauben das wahrscheinlich sogar selber, sagt Jan Böhmermann in seiner Sendung. Er schwurbelt also hier über Satanisten und über diesen Kult und bla bla bla. Das ist gar nicht der Punkt, um den es eigentlich geht. Denn, und jetzt wird es spannend, Böhmermann berichtet, dass Huber Geld mit Büchern und anderen Produkten verdient und Seminare zur Traumatherapie anbietet. Und in diese Seminare hat sich nicht nur die Redaktion eingeschlichen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, falscher Namen und auch von Qualifikationen, die sie nicht haben. Böhmermann habe Ende Juni einen Mitarbeiter unter falscher Berufsbezeichnung
in eine Online-Weiterbildung eingeschleust, die ausschließlich für Ärzte, Psychotherapeuten und Psychologen gedacht gewesen sei. Der Böhmermann-Mitarbeiter hätte sich im Rahmen seiner Teilnahme per elektronischer Unterschrift zur Verschwiegenheit über die Seminarinhalte verpflichtet. Jetzt sieht man, wie viel diese Verschwiegenheitsklausel wert ist. Warum das Ganze so problematisch ist, ist Folgendes, und das ist echt dramatisch. Weil Michaela Huber regelmäßig mit Patienten in Kontakt komme, die sich in Zeugenschutzprogrammen befinde, etwa als Aussteiger aus organisierter Kriminalität oder Sekten, habe sich jetzt der Staatsschutz eingeschaltet. Huber wirft Böhmermann laut einer E-Mail, die in der Show gezeigt wird, eine illegal erschlichene Teilnahme und Vertrauensbruch vor. Ihre Anwälte haben Strafanzeige gegen den betreffenden Journalisten sowie gegen Jan Böhmermann persönlich erstattet. Endlich passiert jetzt mal eins, man versucht, diesen wild gewordenen Mitarbeiter des ZDF an die Kandare zu legen und ihm einen Maulkorb zu verpassen und ihm aufzuzeigen, wo die Grenzen des Rechtsstaats sich befinden. Und dass das aber nicht so einfach ist und dass das ZDF hier überhaupt gar keine Weisungsbefugnis Böhmermann gegenüber hat, wird im Folgenden klar. Und das sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen, denn hier sieht man nicht nur, was für ein Größenwahn offensichtlich hier in der Redaktion herrscht, dass man sich nur noch sich selbst verpflichtet fühlt und selber. Hört selber. Jetzt droht eine Durchsuchung der Redaktionsräume von Magazin Royal. Die Polizei Köln habe das ZDF über das Ermittlungsverfahren in einem Schreiben vom 6. September 2023 in Kenntnis gesetzt. Eine Reaktion des ZDF stehe aus, das berichtet Klepp, das Magazin. Da Jan Böhmermann, und bitte Leute, hört jetzt zu, laut dem Klepp-Bericht einen Exklusivvertrag mit besonderen Freiheiten habe, könne das ZDF ihm die Ausstrahlung einzelner Inhalte der Sendung Magazin Royal nicht untersagen. Noch einmal für euch. Da Jan Böhmermann laut dem Klepp-Bericht einen Exklusivvertrag mit besonderen Freiheiten habe, könne das ZDF ihm die Ausstrahlung einzelner Inhalte der Sendung Magazin Royal nicht untersagen. Mit anderen Worten, der kann tun und lassen, was er will. Er kann mit Dreck schmeißen, wohin er will. Keiner kann ihm sagen, dass er das sein lassen soll. Es wird Zeit, dass man diesem feinen Herrn den Stecker zieht. Denn es ist weder unterhaltsam noch lustig. Es also unter Satire zu packen, wie er es so gerne tut. Und jetzt überlegen wir mal, war es auch Satire, als er im Auftrag von unserer Innenministerin Nancy Faeser den Ex-Chef der Cyberabwehr Arne Schönwurm exekutiert hat, nämlich zum Abschuss freigegeben hat, wo man im Nachhinein nicht weiß. Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums sagten jetzt, ja, das war anlassorientiert. Es war erst die Berichterstattung und dann habe man den Mann freigesetzt. Ansonsten hätte er sich nichts zu Schulden kommen lassen. Oder war es andersrum, dass man gesagt hat, man will ihn loswerden und setzte Böhmermann auf ihn an, um ihn zu diffamieren und zu diskreditieren? Es wird Zeit, dass hier gehandelt wird und dass auch der Öffentlich-Rechtliche erkennt, dass man nicht alles tun kann unter dem Deckmäntelchen der Satire. Denn eins ist sicher, das hat mit dem allgemeinen Bildungsauftrag nichts zu tun. Und Unterhaltung ist es auch keine. In diesem Sinne, Schau von Hau, schönes Wochenende, euer Chris. Das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn dir unsere Sichtweise gefällt, dann schau dir hier eine weitere Folge aus unserem Kanal an und vergiss nicht, hier unseren Kanal auch zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn du Spuren hinterlässt, denn damit hilfst du uns unglaublich zu wachsen und wir tragen weiter dazu bei, dass dieser Lebensraum Deutschland gestaltet und bewahrt bleibt, so wie wir uns das vorstellen. Denn wir lieben unser Zuhause. Habitat, Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.